Moin, ich habe eine super coole Nachricht für euch. Man kann auch Salate einkochen. Ja, richtig. Also auch Kartoffelsalate oder wie diesen Möhren-Apfelsalat. Das ist super cool. Man hat ja nicht immer Möhren und Apfel zu Hause und gerade im Winter ist das ein richtig geiler Vorrat. Da kann man dann einfach mal so in die Speisekammer gehen und sich einfach ein Glas aussuchen. Ich finde das total genial. Ja, und wie ich das gemacht habe, zeige ich euch nach dem Intro. Und nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr euch auch noch Vorräte selber anlegen wollt. Für ungefähr 4 kleine Gläschen brauchst du den Saft von 2 Zitronen. Die einmal schnell auspressen und dann nach Belieben Zucker dazu. Ich gebe jetzt bei 2 Zitronen 2 Esslöffel Zucker dazu und verrühre das so lange, bis der Zucker sich aufgelöst hat. Dann brauchst du 1 Kilo geputzte Möhren und darauf achten, dass in den Ritzen keine Erdreste oder Schmutz oder irgendwas anderes ist, weil das kann beim Einkochen nachher fatal sein. Dann werden die Möhren gerieben. Du kannst es natürlich auch gröber machen. Ich mag es lieber feiner. Wenn die Möhren dann gerieben sind, kommt der Zitronensaft darüber und alles wird nochmal schön durchgemengt. Dann brauchst du 5 Äpfel. Ich schäle sie, weil ich dann die Druckstellen besser rausschneiden kann. Die sollte man nämlich auch nicht mit einkochen. Dann einmal die Druckstellen rausschneiden. Wenn du Äpfel hast, die wirklich viele Druckstellen haben, kannst du dir aussuchen, ob du nachher dann noch zusätzlich einen Apfel dazu nimmst. Dann noch schnell das Kerngehäuse rausschneiden. Und dann wird jeder Apfel einzeln gerieben, damit man den gleich untermengen kann und der gleich mit dem Zitronensaft benetzt ist, damit es keine braunen Apfelstückchen gibt. Wenn dann alle Äpfel gerieben sind, gebe ich alles dann nochmal glatt in eine Schüssel und stelle das über Nacht bzw. 6 bis 8 Stunden in den Kühlschrank, damit das nochmal ordentlich durchziehen kann. Dann kann schon alles abgefüllt werden. Die Füllhöhe ist immer 2 bis 3 cm unterm Glasrand. Und immer darauf achten, dass keine Lufteinschlüsse in dem Glas sind. Also dann nochmal mit einem Teelöffel runterdrücken alles, dass es eine kompakte Masse ist. Dann noch schnell den Rand säubern, falls man ein bisschen gekleckert hat, und den Deckel drauf. Dann kommt der Einkochtopf zum Einsatz. Ich habe kaltes Wasser im Topf, weil mein Einmachgut im Glas ja auch kalt ist. Und die Füllhöhe vom Wasser beträgt immer 3/4 von dem höchsten Glas bemessen. Noch schnell einen Schuss Essig mit in das Wasser, damit es keine unschönen Kalkränder nach dem Einkochen an den Gläsern gibt. Dann den Deckel mit Thermometer darauf und die Temperatur auf 90 Grad erhitzen. Wenn die Temperatur erreicht ist, dann kannst du deinen Timer auf 45 Minuten stellen. Nach den 45 Minuten kannst du die Gläser aus dem Einkochtopf rausnehmen und auf ein Tuch stellen. Da müssen sie 24 Stunden lang abkühlen. Das heißt auch nicht anfassen, nicht schütteln, nicht auf den Kopf stellen oder was dir sonst noch so einfällt, weil dann kann es passieren, dass die Gläser kein Vakuum ziehen und das wäre wirklich schade. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und viel Spaß beim Nachmachen.